Man sieht mich. Oh, mega, lol. Okay, man hört mich, ne? Das reicht jetzt erstmal. Passt auf, ich werf den Clean Feed direkt an. Ich weiß nicht, warum man mich jetzt gerade nicht sieht. Warum? Wichtig ist erstmal, dass der Clean Feed wieder läuft. Gib mir eine Sekunde. So. Und dann gehen wir. Ah, wo bist du? In-game. Ich glaube. Ah, doch, das geht. Okay, wartet. So. Okay, lassen wir jetzt erstmal so. Ich entschuldige mich dafür. Ich weiß nicht, was passiert ist, bin ich ehrlich. Es ist wirklich Freeze. Es kann sein, wirklich, dass im Studio, wir haben ja hier, wie gesagt, wir haben 5 Lichter, wir haben 4 PCs gleichzeitig an, wir haben keine Klimaanlage. Es kann sein, dass das Ding einfach zu Hause heiß wurde. Ich habe den Computer jetzt etwas weiter von der Wand weggestellt. Entschuldige mich dafür. Wir haben es nicht, es ist nicht explodiert. Das ist doch schon mal etwas. Ja. Gut, wir fokussen aber jetzt aufs Spiel Chrisdown durch Michael. Also TSM jetzt gerade sehr, sehr nah bei G2. Michael kommt an, will das Ganze confirmen. Brexco sieht es aber, sieht ihn aber, muss ihn sehen, sieht ihn und kann ihn sogar aus dem Spiel nehmen. Muss aber aufpassen, dass er von der Seite nicht genommen wird. Smoke in die Seite, Udyr down. Chris aber wieder hochgeholt. 3 gegen 2 Situation, 3 gegen 3 Situation immer noch. Oh, die Smoke ist dadurch bekannt. Udyr unglaublich weit abgeschlagen. Die Zone ist aber nicht das große Problem. Jetzt heißt es also an dieser Stelle TSM gegen G2. Und das Problem, die Digital Athletics von hinten. Die sind gerade gegen G2 wahrscheinlich das größte aller Probleme. Die neue Smoke von Chris, sehr, sehr wichtig. Und jetzt werden die Smokes natürlich gezündet ohne Ende. Ich weiß nicht, ob Udyr da wirklich wieder hochgeholt werden kann. Ich halte es teilweise, ja, wahrscheinlich sogar für sehr unwahrscheinlich. Wenn ein Nate kommt, wird es halt das große Problem. TSM, ebenso keine angenehme Position. Auch sie werden beschossen. Udyr auf Half-Life mittlerweile gedroppt. Kayn down von Iroh. Und jetzt auch gefinisht worden. Da war die Smoke ein bisschen zu spät. Und das wird jetzt gestoppt. TSM, Wookie, angeschossen. Und oh, Rory! Mit dem Headshot gegen Brexel, das kann doch nicht wahr sein. Damit ist es nur noch Chris. Ah, schade. Schade, 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 Schokolade. Und das war es dann auch. Aber das kann passieren, liebe Freunde. Das kann passieren. Insgesamt haben wir dann heute nur, ich glaube, 26 Punkte gemacht. Das ist sicher nicht der schlechteste Spieltag. Es wäre aber nach dem ersten Match wesentlich mehr drin gewesen. Ich glaube, das wissen wir alle. Nach dem ersten Mal war der Wurm drin, ne? Fliegen hier auf Platz Nummer 11. Ja. Es tut mir leid für die Leute, die erste Runde heute leider nicht sehen konnten. Es war wirklich grandios. Es war wirklich grandios. Aber da sieht man mal, ja, manchmal hast du auch ein bisschen Glück, was mitspielt. Manchmal zeigst du einfach Leistung, die unglaublich ist. Und manchmal läuft es dann halt nicht so gut. Dafür dann wieder im nächsten Game oder am nächsten Tag. Und wie gesagt, morgen ist ja noch ein Tag. Morgen wieder ab 17 Uhr. Also, Rudy Nate, stark gegen Wookie. Also, wenn ihr nicht mehr zu Ende gucken solltet, dann denkt dran, morgen ab 17 Uhr gibt es den letzten Tag der Woche 7. Das lustigerweise nach dem, ich glaube, stärksten Dinner überhaupt, was sie in der PL hatten, nach dem ersten Game. Also schon ein bisschen bezeichnend, ne? Leider Gottes. Aber es kann passieren, Leute. Da sind die Jungs auch professionell genug, um sich da nicht untermauern zu lassen. So viel Spielerfahrung haben die. Besonders jetzt mittlerweile auch zusammen. Wie gesagt, fürs Global sind sie qualifiziert. Dafür keinen Weg mehr dran vorbei. TSM jetzt hier auf der 9. Wir wissen, Raise Your Edge auch raus. Das heißt, TSM wird auch heute den fünften Platz behalten. Konnte sogar den Vorsprung etwas weiter aufbauen, ausbauen.
Schöne Shots von Tixu. Ja. Der Chat, der stimmt auch zum großen Teil natürlich dazu. Ist nicht der letzte Spieltag. Donation Goal. Dann ein Set Anti-Aggressionsbälle mit TSM-Logo drauf. Schön zum Drücken. Oh, Tixu wird da oben schon von Jemty angeschossen. Er war nur noch allein unterwegs. Ist aber in der Zone. Das heißt, hat nichts da, was ihm irgendwie im Rücken momentan drängt. Hat er sehr viel Platz hinter sich. Muss aber wegen der Nade aufpassen. Hört das Piepen am Ohr. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob er da versucht, vielleicht sogar den eigenen Kollegen zu retten. Ich glaube aber nicht, da unten momentan Windstrike auch pusht. Naja, Frankish. Ist, insgesamt hat man definitiv die Punkte zu Navi verkleinert. Vor dem heutigen Spieltag waren es 44 Punkte. Selbst wenn es jetzt 30 Punkte werden, alles fein. Ja, auch wenn die Punkte an sich natürlich nicht so viel waren. Aber du hast durchs erste Spiel halt sehr, sehr viel dir gut gemacht. Sind im Durchschnitt, glaube ich, hast du dann 6,5 Punkte. 6,5 oder 7 Punkte. Und das ist völlig in Ordnung. Wir erinnern uns an Phase 1. Da musstest du, um auf die Globals kommen, im Durchschnitt pro Spiel 6 Punkte oder 6 kann man noch was Punkte haben. Also im Endeffekt wärst du genau in diesem Schnitt drin. Das ist natürlich eine reine Statistik. Schade ist es natürlich trotzdem. Das wissen die Jungs aber selber. Aber auch da werden sie drüber stehen. Und vor allen Dingen dann auch daraus lernen, was heute halt dann nicht so gut gelaufen ist. Oder was halt im ersten Game sehr, sehr gut gelaufen ist. Oh, Tixu, der kriegt hier von jeder Seite gerade wirklich rein. Ist doch der letzte Überlebende von Windstrike. Das war es aber auch jetzt. Snark mit insgesamt 4 Kills für die Pittsburgh Knights. 6 Teams sind es noch overall am Leben. Wir haben Crowcrowd dort oben im Norden. Digital Athletics, die gerade sich sagen, okay, ich gucke lieber mal, wo die Radieschen wachsen. Von unten zu, selbstverständlich. Uber, der letzte Überlebende von FaZe, kann sich sogar noch hier den 4. Kill für sein Team holen. Wird jetzt aber von Kemba angeschossen von hinten. Ja, da ist jetzt auch klar, woher das Ganze kommt. Kann sich dementsprechend noch healen. Wir sehen, die Pittsburgh Knights momentan das einzige Team, was komplett noch am Leben ist. 3 einzelne Schlangen und ein Dreierteam mit Crowcrowd. Und wahrscheinlich sind es die Knights oder Crowcrowd, die sich hier um den ersten Platz, um das Chicken Dinner, um das letzte Chicken Dinner des heutigen Tages prügeln dürfen. Kemba down. Damit Crowcrowd auch nur noch zu zweit. Was natürlich indirekt für die Pittsburgh Knights unglaublich angenehm ist. Schöne Nade von Halo Senpai. Und auch wenn Crowcrowd jetzt mittlerweile 6 Kills hat und Halo Senpai an sich schon 5 Stück, gegen so eine Überzahl wie die Pittsburgh Knights wird es ein schweres Stückchen. Und ich denke mal, das wissen sie aber auch jetzt, dass sie in der Überzahl sind. Versuchen jetzt sehr, sehr viel Fläche einzunehmen. Wir sehen das unten an der Minimap. Versuchen wirklich einfach das Ganze zu durchforsten. Step by step. Holt die Leute da raus. Sie stellen die Hälfte der Spieler und wissen, dass die Leute da nicht komplett im Fullteam unterwegs sind. Na, Uber. Wird dann noch nicht gesehen. Jemty von Team Liquid. Übrigens auch sehr, sehr bezeichnend für Team Liquid. Gestern noch ein NPL versus PEL Video gesehen mit den Analysten und Castern von der NPL, die gesagt haben, ja, Team Liquid, damit ihr mit uns mithalten könnt, ne, kauft euch alle guten Spieler. Und am Ende fahrt ihr dann in die Mitte und legt euch hin und versucht dann ein paar Placement Points zu holen. So kennt man euch. War natürlich sehr, sehr schönes Friendly Banter. Sehr witzig anzusehen. Kann ich euch nur empfehlen auf PUBG Esports. Aber es stimmt schon wirklich, diese Taktik von Team Liquid ist lustigerweise super, super offensichtlich, aber sie funktioniert immer wieder und es ist wirklich gut umgesetzt. Wirklich sehr, sehr gut umgesetzt. Man weiß natürlich, dass da irgendwas kommen könnte. Jemty ist da gar nicht auf dem Radar der Leute. Jetzt könnt ihr wählen. Was glaubt ihr? Wer überlebt länger? Oh, never mind. Uber oder Jemty? Nummer 1 down, ja. Das war's dann auch. Uber bekommt zwar nochmal Snark, kann ihn aber nicht finishen. Und jetzt von oben versucht man dann natürlich irgendwie diese Zeit zu wahren oder diese Zeit zu benutzen, um so ein bisschen
die Leute wegzuholen. An den Baum wird geworfen. Ist leider der falsche Baum, sonst hätte man mit einer Nate vielleicht ein, zwei Leute holen können und sich noch eine Chance eröffnen können. Die weiten Nades ohne Wirkung momentan. Und Jampi, dem ist er da. Dem Jampi ist das alles egal. Der hat schon die Sachen gepackt. Der hat den Rucksack schon neben sich stehen, so nach dem Motto, ich pack gleich ein, ab ins Teamhaus. Vorher noch schön hier Döner essen. Ich warte jetzt einfach, bis ich Zweiter werde. Jampi is waiting for you. Könnte sein, dass wir hier morgen direkt im Anschluss das nächste Game casten können, wenn das jetzt noch ein paar Stündchen hier so weitergeht. Jampi ist ja wirklich unsichtbar. Man chillt. Es sieht halt wirklich so aus, als wäre PK irgendwo eine Krabbelgruppe oder ein Kindergarten- oder Grundschultrupp, der irgendwie einen Ausflug macht. Wandern. Alle haben es gehasst, aber man trottet trotzdem durch die Gegend. Bis der Lehrer sagt, ich habe selber keinen Bock mehr. Leute, es ist 12 Uhr, ich habe Schluss. Der Flachmann ist im Anschlag. Ihr geht jetzt alle selbst nach Hause, ihr werdet da abgeholt. Wartet hier auf den Parkplatz, eure Mütter kommen gleich. TT hat übrigens auch die Tickets schön gebucht für Berlin. Das freut mich. Also wie gesagt, für den letzten Spieltag nächste Woche. Könnt ihr live dabei sein? Jampi übrigens jetzt raus auf dem dritten Platz. Und jetzt ist es ein 2 gegen 4. Und Crowd, die werden da gesehen. Schönes Ding von The Tap. Kriegt den ersten, wird aber refragt. Und dann ist es noch Hallo Senpai, der hier gegen 3 ran muss. Jetzt nur noch gegen 2 ran muss. Dredon kann ja sogar den Kill sichern. Shots gegen Snark. Wanted versucht über die Seite zu kommen. Legt man sich nochmal hin. Jetzt kommen die Nades. Keine Nades mehr auf der Seite von Hallo Senpai. 2 gegen 1. Das ist nicht unmöglich. Unglaublich schwer, aber trotzdem. Ja, die Smoke, die ist so klug geworfen. Einfach nur als Ablenkung. Reeks wird hochgeholt. Das ist natürlich... Wenn der hochgeholt wird, dann wird das für Hallo Senpais Möglichkeit wahrscheinlich gewesen sein. Das weiß er aber auch selber. Ja. Pittsburgh Knights gehen hier auf Nummer sicher. Ein Kill, den könnte er sich noch nehmen. The Tab kann sogar noch Infos geben. Die Zone jetzt komplett zusammen. Wenn er einen bekommt, das wäre natürlich Sinn der ganzen Sache. Versucht da noch irgendwen zu erwischen. Momentan da aber eher ein bisschen schwieriger. Reeks hat eine sehr, sehr starke Position. Wenn er über den kleinen Hügel kommt, dann wird er ihn definitiv sehen. Shots ins Blaue. Von mehreren Seiten. Alles Senpai wird gesehen. Und Snark holt sich hier den nächsten Kill. Insgesamt sind es dann 10 Kills für die Jungs der Pittsburgh Knights. Auch wenn hier kein Team mehr um den 5. Platz. Einfach mal zur Sicherung eines mittleren Placements. Sehr runtergespielt. Krabbelgruppe hat Glück gehabt. Leider nicht mehr zu 4. Zurückgekommen. Ein Kind bleibt immer auf der Strecke. Das wird dann halt am Ticketschalter vermisst gemeldet. Hier haben wir nochmal die Highlights des heutigen Spieltages und wir erinnern uns an die erste Runde, die halt einfach nur absolut insane war. Die Nades besonders, wir sehen sie gleich von Udia, die wahrscheinlich die stärkste Nade war, die wir in dieser PL-Phase von den Jungs mit gesehen haben. Hier sehen wir es, zack, geht's rein. Erste Nade, 3 Leute down, Gustav lebt noch, will reviven. Zweite Nade kommt direkt hinterher und der sagt sich, puff, alle tot. Bang. Wann war das ein erstes Spiel? Das hat leider... in Game 2 bis 4 nicht mehr ganz so gut geschafft, aber der Eindruck, der bleibt auf jeden Fall hier von einem sehr, sehr dominanten Team, was immer noch auf dem 2. Platz overall dasteht. Liebe Freunde, das war es auch von meiner Wenigkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ihr könnt mich wahrscheinlich gerade immer noch nicht sehen, ne? Weil die Kamera irgendwie... Ich weiß aber auch nicht, warum. Seitdem es gerade abgestürzt ist, ne? Bang, einfach nur dead.
Will er nicht. Nee, hat er keinen Bock drauf. Alles klar. Dann halt nicht. Dann bleiben wir in. Ja, gut. Der hat gar keinen Bock mehr. Ja, geht das jetzt noch? Geht das nicht? Keiner weiß das. Gut, bleiben wir in dieser Ansicht. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen, auch wenn das jetzt nicht ganz so schön mit der Facecam geendet ist und auch nicht ganz so schön natürlich spielerisch. Morgen sehen wir uns um 17 Uhr wieder. Ich freue mich natürlich auf euch morgen mit dem Corona. Ich bin nämlich ab Montagnacht im Urlaub für 2 Wochen. Also wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß bei den restlichen Spieltagen der PL. Ich gucke mal in den Chat ran. In diesem Sinne wird ja gerade noch gefragt, wie meine Musik-Playlist heißt. Es ist irgendeine NCS-Playlist, die ich von unseren Moderatoren geschickt bekommen habe. Ich kann es dir leider nicht verraten. Das tut mir an dieser Stelle leid. Dankeschön für den schönen Urlaub. An dieser Stelle auch nochmal an TT. Euch noch einen ganz, ganz schönen Abend. Bis morgen. Haut rein. Euer Buddy. We'll be right back.